Martin hatte sich schon immer für das Meer und die Navigation begeistert. Als er das Angebot erhielt, Leuchtturmwärter auf einer kleinen Insel vor der Küste zu werden, konnte er nicht widerstehen. Der Job schien perfekt für ihn zu sein, einsam, aber nicht isoliert, mit genug Zeit, um seine Navigation und Kartografiefähigkeiten zu verfeinern. In seiner ersten Woche als Leuchtturmwärter geschah jedoch etwas Seltsames. Es war der 25. April 890, ein stürmischer Abend, als ein alter Mann auf der Insel auftauchte. Der Mann hatte keinen Namen und sah aus, als ob er schon seit Jahrzehnten auf See gewesen war. Er bat um Schutz vor dem Sturm und Martin, der ein freundlicher Mann war, gewährte ihm Einlass. In der Nacht jedoch, als Martin schlief, wurde er von dem alten Mann geweckt, der ihn in eine Falle lockte. Der Mann entpuppte sich als eine Art Dämon oder Geist und zeigte Martin sein wahres Ich. Martin wurde von Schrecken überwältigt, als er sah, dass der alte Mann keinen Mund hatte und ihm nur mit seinen Augen und Gesten Befehle erteilte. Martin war gefangen und konnte sich nicht befreien. Der alte Mann zeigte ihm Dinge, die er nie zuvor gesehen hatte, schreckliche Visionen von verlassenen Schiffen und sterbenden Seeleuten. Der Leuchtturmwärter war gefangen und verlor jeden Bezug zur Realität. Die Tage vergingen und Martin wurde zunehmend paranoid. Er hatte immer das Gefühl, beobachtet und verfolgt zu werden. Der alte Mann besuchte ihn jede Nacht und zeigte ihm mehr schreckliche Visionen. Martin hatte keine Hoffnung mehr und wusste nicht, wie er dieser Hölle entkommen konnte. Eines Nachts jedoch, als der alte Mann wieder kam, hatte Martin einen Moment der Klarheit. Er nutzte seinen Verstand und entkam aus der Falle. Der Mann verfolgte ihn jedoch, und Martin rannte um sein Leben. Endlich erreichte er den Leuchtturm und schloss die Tür hinter sich. Der alte Mann hatte ihn fast eingeholt, aber Martin konnte ihm eine Harpune ins Herz stoßen und ihn töten. Martin war gerettet, aber er war nie wieder derselbe. Er hatte Dinge gesehen, die er niemals sehen wollte, und seine Geisteskräfte hatten ihn fast verlassen. Seitdem geht die Geschichte rum, dass der Geist des alten Mannes immer noch auf der Insel wandelt und versucht, Leute in seine Falle zu locken. Und man sagt auch, dass manchmal in der Nacht der Leuchtturm in einem unheimlichen Licht erstrahlt und man die Schreie des alten Mannes hören kann. Martin versuchte, sein Leben nach dem schrecklichen Erlebnis wieder aufzubauen, aber er hatte Schwierigkeiten, sich zu erholen. Er hatte Angst vor der Dunkelheit und konnte kaum schlafen. Er wurde von Albträumen geplagt und konnte den Anblick des Meeres nicht mehr ertragen. Obwohl Martin versuchte, seine Erlebnisse geheim zu halten, wurde es irgendwann bekannt, was ihm zugestoßen war. Die Menschen auf dem Festland glaubten nicht an seine Geschichte und machten sich über ihn lustig. Martin zog sich immer mehr zurück und verbrachte die meiste Zeit allein auf der Insel. Eines Tages, als er am Strand entlang ging, fand er eine Flaschenpost. Die Nachricht darin war von einem anderen Leuchtturmwärter, der vor vielen Jahren auf derselben Insel gearbeitet hatte. Die Nachricht enthielt einen erschreckenden Bericht über ähnliche Erfahrungen mit einem mysteriösen alten Mann. Martin war erleichtert, dass er nicht der Einzige war, der so etwas erlebt hatte. Aber er war auch entsetzt zu hören, dass andere Menschen in derselben Falle gefangen gewesen waren. Er begann zu glauben, dass es auf der Insel etwas Dunkles und Böses gab,
das sich von Zeit zu Zeit manifestierte. Martin hatte das Gefühl, dass er die Insel nicht alleine lassen konnte, als ob er verpflichtet war, die Menschen davor zu schützen, das gleiche Schicksal wie er zu erleiden. Er beschloss, eine Warnung an alle zu schicken, die die Insel besuchten. Er schrieb Briefe und warnte die Menschen vor dem alten Mann und den Visionen, die er zeigte. Viele Menschen hielten Martins Warnungen für übertrieben und lächerlich, aber einige glaubten ihm. Die Geschichten von Martins Erfahrungen begannen sich zu verbreiten und es wurde bekannt, dass es auf der Insel etwas Dunkles gab. Die Insel wurde zu einem Ort des Schreckens und der Faszination. Martin verbrachte den Rest seines Lebens als Leuchtturmwärter auf der Insel. Er starb im Alter von 72 Jahren und wurde auf der Insel begraben. Die Legende des alten Mannes und der Schrecken, die er auf der Insel hinterlassen hatte, blieben jedoch erhalten und wurden von Generation zu Generation weitergegeben. Die Insel wurde schließlich aufgegeben und der Leuchtturm verfiel. Aber trotzdem gab es immer wieder Berichte von Menschen, die behaupteten, dass sie den alten Mann gesehen hatten oder dass sie von ihm heimgesucht worden waren. Im Laufe der Jahre wurden verschiedene Versuche unternommen, die Insel wieder zu beleben, aber alle scheiterten. Es schien, als ob die Insel von einem Fluch belegt war und dass jeder, der versuchte, dort zu leben oder zu arbeiten, dem gleichen Schicksal erliegen würde wie Martin. Heute ist die Insel eine verlassene und unheimliche Ruine. Viele Leute glauben, dass der Geist von Martin immer noch auf der Insel herumspukt und dass er die Menschen vor dem alten Mann warnen will. Aber wer weiß, was wirklich auf der Insel geschieht, wenn die Nacht hereinbricht und das Meer zu toben beginnt.